Wir sind immer noch weit davon entfernt, dass die Frauen tatsächlich die Hälfte der Macht innehaben. Wir sehen das in Führungspositionen, in Wirtschaft, in Politik, in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen. Und da gilt es weiterhin, große Anstrengungen zu vollziehen. Wir diskutieren gerade die Idee eines Paritätgesetzes gegen viele Widerstände, auch bei rechtlichen Fragestellungen, die sich ergeben. Aber das wäre ein Weg, um tatsächlich zu erreichen, dass wir eine Mindestquote von 50% Frauen in den Parlamenten, im Bund und in den Ländern hätten. Gleichzeitig haben wir natürlich immer noch ungleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit, also einen großen Pay Gap. Wir haben oftmals die Situation, dass Frauen immer noch in den schlechter bezahlten Berufen tätig sind, weniger Aufstiegschancen haben, größere Schwierigkeiten mit Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben. Und das sind alles Themen und Dinge, die uns die nächsten Jahre in der Gleichstellung begleiten werden.